Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Schaut, wo ich bin und lasst euch von mir entführen in die Welt des Orients. Ihr wisst ja, ich bewege mich immer sehr gerne und erkunde meine Umgebung zu Fuß. Darum werde ich heute nach Diyarbakır wandern. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Essaouira. Ein schöner Strandspaziergang und ein bisschen Dschungel und dann bin ich schon da und ja, dann nehme ich euch heute mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Erstmal Frühstück. Ich freue mich, wenn ich dich, Adila. Adila, Marokkan, Marokkan, Adila. Im Gegensatz zu den anderen Innenstädten hier in Marokko ist die Medina hier von Essaouira autofrei. Man bekommt viel besser Luft, weil in Marrakesch zum Beispiel, da fahren so viele Mopeds an dir vorbei und auch irgendwelche kleinen Vehikel. Und hier in Essaouira ist wirklich alles mit Handkarren befahren. Hier laufen Menschen mit so Handwagen rum. Wenn du dein Gepäck befördert haben willst, dann machen die das auch für einen schmalen Taler. Und das finde ich richtig gut. Man kann hier viel entspannter durch die Straßen wandern als in den anderen Innenstädten in Marokko. Die Häuser sind hier auch alle weiß und die Türen und Fenster blau, so typisch marokkanisch halt. Da seht ihr so einen dieser Handwagen und die bringen hier die Waren in die Märkte und bringen die Koffer der Touristen in die Hotels. Ich finde es super. Hier wird Musmus gepresst und Arganöl gewonnen. Die mahlen hier aus Arganüssen und anderen Nüssen sozusagen marokkanisches Nutella. Und zwar wird hier noch mit Steinen gemahlen. Die Steine werden hier in der Nähe abgebaut, abgetragen. Da kann man auch einen Ausflug hin machen, sich das angucken. Und dann werden diese Maschinen hier gestartet, um so eine Art Nussmus zu machen. Im Gegensatz zu Fez und Marrakesch, du wirst hier nicht abgeschleppt. Es ist dadurch sehr viel entspannter, hier lang zu laufen. Man findet in den Gassen so viele charmante Restaurants und Cafés, da fällt die Auswahl echt schwer. So, ich habe es mir jetzt hier auf meiner Etage gemütlich gemacht und futter erstmal hier diese leckeren Kuchen. Da freue ich mich drauf. Was gibt's Besseres als einen
frisch gepressten Granatapfelsaft. Und ich mag auch immer noch Pappemuse oder Grape dran, weil das sonst mir zu süß ist. So, ich bin jetzt im Busbahnhof und muss mich jetzt entscheiden, wann ich zurückfahren will nach Marrakesch. Am Montag geht mein Flug und ich habe jetzt hier das Hotel erstmal bis Samstag gebucht. Also will ich Samstag zurückfahren oder Sonntag? Hallo. So, das Ticket habe ich jetzt für Sonnabend gewählt. Der fährt hier tatsächlich um 17 Uhr los. 16.30 Uhr muss ich hier sein, weil ich mein Gepäck dann erst einbuchen kann. Die haben hier tatsächlich eine Waage. Jetzt geht's wieder an den Strand zurück. Ich wollte euch auch einfach mal hier die Innenstadt von Essaouira zeigen. So abseits vom Tourismus sieht sie genau so aus. Essaouira hat so ein bisschen ganz anderen Vibe wie andere marokkanische Städte. Hier ist so ein bisschen das Surf-Flair. Und demzufolge sind auch hier die Menschen so ein bisschen ein paar Hippies und ein paar Surfer-Typen. Ja, ist ganz nett. Falls ihr mal hier seid, da ist die Medina. Und hier am anderen Ende, also ganz im Süden von Essaouira, da ist der Strand, da gibt es Pferde zum Reiten und Kamele. Und ganz da hinten, ich versuche mal zu zoomen, also dahinter, da ist auch eine große Düne. Und wer so faul ist, hier immer so weit zu laufen, man kann auch ein Fahrrad mieten. Hier oben ist eine WhatsApp-Nummer. Ich habe es nicht probiert, aber er schien sehr freundlich zu sein. Es gibt auch E-Bikes und vielleicht besser als ein Taxi. Ich mache jetzt erstmal eine Pause hier und dann gehe ich weiter zur Düne. Spaziergänge und ich bin so froh, dass ich diese Jacke dabei habe. Es ist nicht zu heiß, absolut richtig. Da drüben ist übrigens die Gefängnisinsel. Hier kommt übrigens ein Fluss aus den Bergen. Hier vorne ist noch kein Wasser, aber ein Stück weit dahinter, da sieht man noch ein bisschen Wasser. Das ist dem Sommer geschuldet. Im Winter wird er wohl wieder volllaufen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Holt euch kein Pferd am Strand, wenn ihr unbedingt reiten wollt. Wenn ihr hier Richtung Süden geht, da gibt es ein kleines Dorf südlich von Essaouira. Und dort gibt es einen Pferdestall. Dort kann man sich gut beraten lassen und mit den Pferden Ausflüge machen, weil dort besonders auf Tierwohl geachtet wird. Entfernt. Und es gibt hier auch ein Jimi Hendrix Café, weil Jimi Hendrix diesen Ort auch besucht hat. Da seht ihr den Ort schon. Und für meine Camperfreunde, schaut mal, die Holländer sind auch hier. Schaut mal, seht ihr was? Die haben sich in den Windschatten gelegt und düsen ein bisschen in der Sonne. Kleine Flusswanderung hier immer am Ufer entlang. An der Kamelkacke seht ihr, hier ist öfter mal Bewegung. Und hier geht's weiter. Mann, habe ich einen Schreck bekommen. Hier hat irgendein Tier Schweine. Das ist noch eins. Mann, habe ich einen Schreck bekommen. Wildschweine. Wusste ich gar nicht, dass hier Wildschweine leben. Vielleicht war es doch keine Kamelkacke. Da ist die Straße von Essaouira Richtung Süden. Ja.
Kleine hier, der hat sich erstmal einen Krebs gefangen. Ihm hat er noch gelebt. Nahrungskette. Von hier aus kann man die Medina wunderbar sehen. Die ist noch komplett erhalten und seit 2001 Weltkulturerbe. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren. Ciao!